Oh ja! Spaß oh, und ja Action. Kann man nichts machen, gell? Sollte nicht sein. Ja. Und Regenwetter, das Urlaubsduell in Deutschland. Es tritt an Familie Hohlbaum aus dem bayerischen Paunzhausen. Die Kinder Sophia und Jackson, Mutter Christine und Vater Andreas. Sie sind echte Bergfans. Und da hat das Berchtesgadener Land im Südosten der Republik einiges zu bieten. Ist es schnuckelig? Ja, sehr idyllisch. Ja, sehr idyllisch. Gell? Und natürlich viel Natur, Berge, ja. Wandern, kann man viel machen. Ich finde Berge dann schon besser, weil flaches Land, das mag ich überhaupt nicht. So, so, Familie Reisner dagegen schon. Immer noch Wasser, ganz viele Fische. Die Reisners mit den Söhnen Jerome und Julian kommen aus Berlin. Sie testen für uns die Preise im Luftkurort Waren an der Müritz, Deutschlands größtem Binnensee. Ja, der Hafen ist schön, wa? Das sieht ja, der Ort aus. Selber ist ja auch schön, oder? Schöne Stadt, ich war hier noch nie gewesen. See gegen Berge. Wer wird bei den Nebenkosten günstiger wegkommen? Frühmorgens nach 2 Stunden Fahrt kommt Familie Reisner in Waren an. Der erste Schock, die Parkgebühren. 10 Stunden, 8 Euro, Leute. Oh, Leute, 10 Stunden ist ja schön. 8 Euro aber ist ja schön. Aber wenn den ganzen Tag hier ja, müssen wir ja wohl. Müssen wir wohl. Na dann los. 8 Euro für einen Tag parken. Die Kurtaxe dagegen fällt günstig aus. Nur 1 Euro für die gesamte Familie. Bei den Hohlbaums in Berchtesgaden kostet die Kurkarte 5 Euro am Tag. Doch dafür gibt's auf dem Parkplatz eine Überraschung. Ja, guck mal, super. Es ist umsonst. Mit der Kurkarte 1,50 fürs Parken gespart. Das lohnt sich. Man kann halt überall Ermäßigungen bekommen. Man kann auch sogar mit dem Bus umsonst fahren. Das finde ich umweltfreundlich. Nord oder Süd, wer räumt mehr Punkte ab? Bis zu 5 sind möglich. Wir geben 3 Punkte. Die Kurtaxe ist zwar sehr günstig, aber die Parkgebühren mit 8 Euro sehr ist toll. Schon sehr teuer. Und am Start des Tages schmälert das gleich die Urlaubskasse. Ja. Dann würde ich in dem Fall, eben weil es eben sehr umweltfreundlich ist mit dem Bus, finde ich das schon eine glatte 5. 3 Punkte für die Mecklenburgische Seenplatte. 5 fürs Berchtesgadener Land. Der Süden liegt vorne. Die Freizeitaktivitäten. Familie Reisner will im Norden in einen Kletterwald. 2 Erwachsene, 2 Kinder für 2 Stunden 54 Euro. Wollt ihr klettern? Ja? Ja. Ja, dann probieren wir das mal aus. Ja, dann mal los. Bis zu 12 Meter hoch geht's in die Bäume, aber die Reisners fangen erstmal niedrig an. Oh, das hast du geschafft? Ja. Die Kinder haben Spaß, nur Mama Jean zögert. Also so ein bisschen mulmig ist mir schon, wenn ich da hochgucke und denke, ich soll jetzt da hochgehen. Den Greenhorn-Parcours für Anfänger schafft sie dann aber doch. 2 Stunden Kletterspaß vergehen wie im Flug. Immerhin gibt es 7 verschiedene Parcours zu bezwingen. Ich finde das super hier. Wenn meine Frau nicht so langsam wäre, würde viel mehr Spaß machen. Na, nicht so streng. Papa Mario wagt zum Schluss noch den Todessprung. Oh, ist der Hammer. Ohne Ende. Erstmal die Überwindung. Ey, Adrenalin pur. In Berchtesgaden wird der Hochseilgarten getestet. Unsere Preise sind 14 Euro für Erwachsene und 12 Euro die Kinder. Macht zusammen 52 Euro für die 4-köpfige Familie und damit 2 Euro weniger als im Norden. 5 Meter über dem Waldboden schweben die Hohlbaums. Für die Kinder Jackson und Sophia eine leichte Übung. Auch die Eltern schlagen sich tapfer. Bei der Sophia hat es nicht so geschaukelt wie bei mir. Wahrscheinlich so eine Gewichtssache. Ach was, das hat eher mit Körperspannung zu tun. Oh, das macht Spaß. Sieht man es nicht? Die 52 Euro sind gut angelegt, da ist sich die Familie einig. Also es hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Ich denke, für 2 Stunden 12 Euro pro Kind, das waren 6 Euro pro Stunde. Also ich denke schon, dass sich das gelohnt. Zurück in den Norden. Familie Reisner will Draisine fahren. Kosten 35 Euro. Für 35 Euro, dass wir 4 Stunden hier mit den Draisinen fahren können und Spaß haben, denke ich, ist in Ordnung. Ist Urlaub. Fahrradfahren mal ganz anders. 13 Kilometer können Reisners zurücklegen, sofern die Kraft reicht. Und es kommt garantiert kein Zug entgegen. Naja, hoffen wir mal. Im Norden ist die Luft viel besser.
Und Seilbahn fahren kann doch jeder nur rumsitzen. Hier kann man sich wenigstens noch sportlich betätigen. Seilbahn fahren? Ganz genau das hat unsere Familie im Berchtesgadener Land jetzt vor. 8 € für die Erwachsenen und 4 € für die Kinder. Okay, super. Super. Macht 24 € trotz Kurkartenermäßigung. Na, wenigstens ist die Aussicht hübsch, bis auf das Wetter. Und so platzt der nächste Programmpunkt, die Sommerrodelbahn. Kann man da noch fahren mit der Rodelbahn? Ist leider geschlossen, weil es regnet. Oh, okay. Ist zu gefährlich. Ist es zu gefährlich? Ja, da geht gar nichts, da kann man nichts machen. Okay. Im Norden ist das Wetter auch nicht besser. Trotzdem will Familie Reisner aufs Wasser. Pro Person 7 € Erwachsene und ab 6 Jahre die Hälfte die für Kinder. Macht 21 € für eine Stunde Bootstour auf der Müritz. Und nun die Frage, wo bekommen Familien mehr Spaß fürs Geld? Im Norden oder Süden? Das Urteil. Für Sport und Freizeitaktivitäten geben wir heute 5 Punkte. Es war zwar etwas teuer, aber der Spaßfaktor ist wirklich 5. Der Kletterwahn war super, hat echt Spaß gemacht, war etwas teuer, aber dafür hat sich das gelohnt. Die Seilbahn, naja, etwas überteuert und auch die Rodelbahn, da konnte man nichts dafür, dass es halt ja geregnet hat. Deswegen würde ich sagen, Gesamtbewertung ist eine 4. Und so steht es 5-4 für den Norden. Nach so viel Freizeitaktivitäten knurren die Mägen. Unser nächster Test, das Essen. Familie Reisener an der Müritz geht natürlich in ein Fischrestaurant. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, guck mal. Und so schmeckt es auch. Ob der Norden mit dem Essen Punkte gut machen kann? Hat gut geschmeckt? Wie zu Hause. Also super lecker, aber viel zu groß die Portion. Also die Hälfte hätte locker gereicht. Fischfilet, Matjes Teller, Schnitzel, Milchreis und Getränke kosten 50 €. Auch im Berchtesgadener Land wird kräftig zugeschlagen. Familie Hohlbaum besucht einen urigen Gasthof auf dem Berg. Die Küche deftig bayerisch und sehr reichlich. Schnitzel, Steak und Pommes sind nach dem großen Freizeitprogramm genau das Richtige. Es schmeckt echt super. Große Portion und war natürlich super schnell da. Guter Service. Für 2 Hauptgerichte, 2 Kinderteller und Getränke zahlen die Hohlbaums 52 €. Nord oder Süd, wer hat beim Essen die Nase vorn? 4 Punkte geben wir. Und warum geben wir 4 Punkte? Weil es hat zwar geschmeckt, aber es war ein bisschen teuer. Wie lange Taschengeld ist das? Wie viele Monate? 5 Monate. 5 Monate Taschengeld, Monate musst du sparen, um einmal hier essen zu gehen. Genau. Ich fand es wieder ein bisschen zu teuer. Also das war für mich, ja, deswegen würde ich mal sagen, Sophia? Die Bewertung wäre eine 4. Ja. Gleichstand. Beide Familien geben 4 Punkte für die Gastronomie. In der Gesamtwertung muss sich die Mecklenburgische Seenplatte knapp geschlagen geben, 12-13 Punkte für das Berchtesgadener Land. Als Entschädigung für das Regenwetter gehen Hohlbaums am Abend noch ins Kino. Eintrittspreis 6 € pro Person. Insgesamt haben sie damit 157 € ausgegeben. Ihr Urteil über das Berchtesgadener Land? Ich denke, landschaftlich ist es einmalig hier. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter, aber dafür haben wir jetzt Kino und wir freuen uns einfach auf diesen Besuch. Wir hatten viel Spaß, viel Action, viel unternommen. Hat aber auch eine ganze Menge Kraft gekostet. Und eine Menge Geld. Ja. Nämlich genau 189 € hat dieser Tag im Norden gekostet. Das Kino hier ist allerdings billiger, nur 5 € pro Nase. Und beim nächsten Mal ist dann vielleicht auch das Wetter besser.